Breaking News, The Final ist draußen. Ein neues Spiel, was sozusagen die Herzen der Menschen erobert. Die ganzen Spielezeitschriften überschlagen sich mit positiver Kritik. Und wenn wir mal gerade hier rüber schauen auf Steam, was hier gerade abgeht, da sind wir jetzt gerade, wir haben Dienstagabend 20.24 Uhr bei 124.381 Zuschauern. Tendenz steigend, unten links seht ihr Shroud, der gerade komplett eskaliert. Ja, und man sieht, das Ganze wird momentan extrem gut angenommen, weil es sozusagen die neue Generation der Arena-Shooter darstellen möchte. Das Spiel ist kostenlos und damit ihr es nicht verpasst, wollte ich euch einmal kurz vorstellen, wie ihr da reinkommt. Und zwar geht ihr auf Steam, auf Shop, gebt hier The Finals ein und kommt dann hier auf das Spiel. Und hier meldet ihr euch sozusagen für den The Finals Playtest an. Das Ganze ist kostenlos. Die Beta endet am 21. März, also beeilt euch, um da reinzugehen. Das ist eine geschlossene Beta. Nicht jeder wird einen Key bekommen und die Warteschlangen sind lang. Das Ganze ist momentan sehr gehypt anscheinend. Und deswegen wird das gar nicht so leicht sein. Geht so schnell wie möglich hier rein und meldet euch an. Es gibt aber noch einen zweiten, viel einfacheren Trick, an so einen Key ranzukommen. Und zwar über SteelSeries. Ja, unsere Freunde von SteelSeries. Wir haben ja schon ein paar Giveaways mal mit SteelSeries gehabt in Kooperation. Ziemlich cool. Da konnten wir Tastaturen verschenken und Headsets und so weiter. Das war sehr, sehr geil. Props gehen an dieser Stelle nochmal raus. Vielen, vielen Dank. Und jetzt haben sie wieder was Cooles. Und zwar geht ihr auf die Seite steelseries.com. Und dort auf Software und dann auf kostenlosen Download. Und damit ladet ihr sozusagen den SteelSeries Client runter. Da müsst ihr euch dann einmal anmelden, also einfach einen Benutzernamen und E-Mail angeben. Und schon seid ihr drin, ziemlich simpel. Und wenn ihr euch dann angemeldet habt, geht ihr hier auf Giveaways. Und dann ist hier The Finals Giveaway drin. Es ist ganz einfach, ihr geht einfach auf Get Key. Und schon habt ihr instant euren Key. Total krass. Auch das wird limitiert sein. Wenn ihr mal runtergeht, dann seht ihr hier, wie bereits, hier gab es zum Beispiel einen Weapon Charm für Warzone. Ist alles vergeben, also die Keys sind auch alle limitiert. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Momentan gibt es noch Keys für The Finals, für die geschlossene Beta. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn nicht dann, wann jetzt? Also lass uns doch mal reinschauen in das schöne Spielchen. Congratulations. You're on the finals. It's the big league, the greatest virtual game show on the planet. So, we know you watch our show, and that means you already know what to do. Build your contestant, enter the arena, find the vault, grab the cash box, and take it to a cash out station. Defend against attacks and steals. The team with the most money wins. Stay sharp, stay healthy. June, let's get started. Let's pump the brakes. Scotty, we shouldn't throw new contestants into the action. Scotty! In front of the billions of viewers who plug in to watch. Ja, ist ja wieder gut. Dann legen wir mal los. Auf geht's, ab geht's. Spielen und wir gucken einfach mal rein. Es gibt drei verschiedene Modi. Also einmal den normalen Arena-Modus, diesen Cash-Modus. Da geht's darum, einen Geldkasten zu transportieren. Solange Geld fließt, kann man sich dann wiederbeleben und so weiter und so fort. So, das ist das Tutorial. Hier können wir uns verschiedene Gegner einschalten. Wir können Waffen testen. Hier stehen nochmal die drei Körperformen. Also das sind sozusagen die drei Charaktere, die man hier starten kann. Kleiner, mittlerer Körperbau, mittlerer und schwerer Körperbau. Alles mit verschiedenen Eigenschaften und jeweils verschiedenen Loadouts. Hier kann man zum Beispiel diese Seilrutschen nehmen, also einen Kletterhaken werfen und daran schwingen und so weiter und so fort. AKM, Grundausstattung. Und ja, das Spiel an sich sieht alleine hier schon im Tutorial extrem gut aus. Extrem gut aus. Das Waffengefühl ist befriedigend. Und ich kann mir schon vorstellen, warum die Leute so Gefallen dran finden. Also es sieht schon geil aus. Ich befürchte nur, dass auf dem PC zumindest viele Leute die Qualitätsstufe weit runterdrehen, um noch mehr FPS zu kriegen. Ich habe momentan 150 FPS mit meinem System. Absolut ausreichend. Oh, das ist not easy. So, dann wollen wir eine Runde starten. Auf geht's, ab geht's. Schnelle Partie. Los, 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 los. So, hier haben wir die Loadouts, die wir eben gesehen haben. Also wieder leichter, mittlerer und schwerer Körperbau. Und unser Loadout. Ich guck mal, ob ich jetzt diese Seilrutsche mitnehmen kann. Ich glaube, die ist noch nicht freigeschaltet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne?
Was ich damals wirklich gerne gespielt habe an Arena-Shootern, war definitiv Quake, also mein absoluter Lieblingsshooter. Was ich jetzt noch gerne spiele, ist tatsächlich Apex. Ich liebe Apex. Ich finde, das ist einer der, wenn nicht sogar der beste Arena-Shooter. Für meine, für mich zumindest. Wow, dieser Fischaugeneffekt ist echt gewöhnungsbedürftig. Aber denkt dran, die Bewegungsunschärfe war auch drin. Als Standard eingestellt, komplett aktiviert. Also unbedingt Bewegungsunschärfe ausstellen, sonst habt ihr immer ein verschwommenes Bild. Ich glaube, mir ist da vorhin sogar ein bisschen schlecht geworden. So, here we go. Da gehen sie down. Nummer 2 leidet. Wir leiden mit. Ich gehe mal rechts rum. Ich hoffe, der andere geht links rum. Dann kann ich ein bisschen flankieren. Wir gehen die Tür hier auf. Ah, da noch oben ab. Leider habe ich keine Seilrutsche besser. Oh, das ist knapp. Das ist knapp. Oh, ich brauche die Granate. Ah! So, wir sind wieder drin. Zum Wiedereintreten eine Münze werfen. Okay. Dann lass mal den Mädels helfen hier. Und durch den Busch. Oh. Gib mir den Double, gib mir den Double, gib mir den Double. Oh, wie close. GG's. Kann mich jemand heilen? Hallo? So, unser Cash-Out wurde jetzt beendet. Das heißt, wir haben das Geld abgegeben. Jetzt kommen wir zum nächsten Spot. Wieder das Geld holen, wieder abgeben. Ich glaube, so langsam kapiere ich das Prinzip ein bisschen. Übrigens filmen wir gerade, glaube ich, Platz 1. Ja, 3000 Entführung. Okay, cool. So, wir greifen jetzt Punkt A an. Also die Gegner sind bereits down. Bin ich gerade an der Mine gestorben? So, Wiederbelebung, Wiederbelebung. Ah, darf sich kaum bewegen beim Wiederbeleben. Here we go. Let's go, wollen wir die mal fertig machen? Let's go, 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 go. Oh, geh nicht schnell down, was ist los? Wir müssen oben auf diese Fässer aufpassen. 7, 6, 5, 4. Also wir führen eindeutig und es sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Best Match ist vorbei. Winners, sind wir durch? Ja, wir sind durch. GG's. Wo habe ich hier Voice? GG's. So, machen wir direkt mal die zweite Runde. Neue Map oder was? Soul, stürmischer Tag, 14 Uhr, bewegliche Plattform. Oh, das kann ja was werden. So, wollen wir die zweite Runde probieren. Und wir sehen hier, wir haben zwei Leute mit Skins, Dex und Grimmerdom. Also auch schon ein paar Leute, die jetzt schon theoretisch ein paar Stunden schon spielen müssen. Das Spiel ist jetzt seit 2 Stunden erst draußen.
Sind wir so Lifewires? Sind wir The Kingfish? Kingfish, wir sind The Kingfish. Let's go! The Kingfish. Okay, also den geöffnet und jetzt startet sozusagen der Abbau für die Cashbox, die wir extrahieren müssen. Also ich muss sagen, ich muss sagen, das Gameplay hat ein sehr befriedigendes Gefühl. Also es ist sehr... Ja, es reagiert sehr direkt alles. Okay, wir haben die Box, let's go. Auf geht's, ab nach Hause damit. Ich decke euch den Rücken. Ich öffne noch eine Granate. Okay, das reicht, go. Was geht hier ab? Wo bin ich? Wer bin ich? Was mache ich? The Kingfish have kicked off a cash out. Nein. Oh Mann! Ich wusste es, dass die so Platten mir nicht bekommen. So, Münze einwerfen und wieder rein. Let's go, wir helfen den Jungs und Mädels. Sieht ganz gut aus. Wir haben, glaube ich, ja, den Cash out fast 50%. Okay. Oh Mann, wie komme ich denn da hin? Diese Map ist wirklich kreuz und quer verdreht. Ah. Big Splash momentan auf Platz 1, aber wenn wir den Cashout kriegen, könnten wir... Wie kommt der denn da... Achso. Oh nein, ich kann diese Sprünge halt... Oh mein Gott. Ich hasse diese Map. Hier geht's hoch oder was? Achso, Treppe. Leiter. Ja, ich bin da. Okay, Cashout läuft. Oh, Panda. Ibi! Cashout, 9400, damit Platz 1. Aber wir müssen noch eine Kiste holen, sonst schaffen wir es, glaube ich, nicht. Die anderen holen schon. Oder wir blockieren die anderen. Mal gucken, wir kriegen das schon hin. Der Typ scheint sich sehr wohl zu fühlen mit seinem Panda, ne? Und der Heavy Statue hat auch viel mehr HP. Und hat eine LMG, was gar nicht mal so schlecht aussieht. Oh, die LMG! Oh mein Gott, die haben ja gar keine Chance. Holy shit. Nummer 3 geht noch schneller down. Und wir haben die Cashbox. Let's go. Absichern zu C. Go. Ich glaube, ich nehme das nächste Mal auch die LMG. Das scheint, ich fühle mich sehr wohl mit der Waffe, aber ich glaube, es scheint noch besser zu sein. Okay, Cashbox ist drin. Jetzt müssen wir so eine Minute halten ungefähr. Panda. Warnung, die Toten machen Bumm. Incoming. Ah ja. Okay. Verstehe. Wir gehen hoch, ich komme hoch. Das ist so krass, wie die ganze Map einfach zerstört wird. Oh, ich werde angeschmissen. Von wo? Oh Mann, ey, der Typ ist unsichtbar. Down. Und da geht er down. Eigentlich müssen wir da pushen. Da ist er, komm mal. Ich pushe, weil der eine sich einen Revive macht. Oh, der hat eine Rakete, nein. F. Ja, und wir holen ihn im Nahkampf und ich gehe down. Irgendwas noch explodiert am Ende. Aber ich habe ihn noch mit der Nahkampfattacke bekommen. Theoretisch ist das ein Team-Vibe, aber ich glaube, das ist noch ein zweites Team. Wir sind kurz davor, die Cashbox zu holen. Ich glaube, es reicht noch. 10 Sekunden noch durchhalten. Da kommen die Gegner, da kommt das zweite Team, versucht zu holen. 10 auf 5 Sekunden, Flair. 3, 2 und sie versuchen und wir holen es. Schön gespielt, Leute. GG's. Panda. Ich sag's ja. Bester Mann. GG's. Nice. Auch Mann, ich muss unbedingt herausfinden, wo man hier wipen kann.
Ja, Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir sehen uns wieder im Livestream, wenn ihr Lust habt, auf YouTube, immer am Wochenende. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ich sag hasta luego, hasta la vista. Viel Spaß beim selber ausprobieren. Denkt dran, das ist kostenlos noch bis zum 21. März. Und ich bin sehr auf eure Meinung gespannt, was ihr von diesem Spiel haltet. Also in dem Sinne, bleibt gesund und sauber. Und tschüss.